Und in der Nähe dieser historischen Kulisse, da steht jetzt meine Kollegin Claudia Davis, also in Blenheim bei Oxford. Lassen wir uns, Claudia, erstmal auf einen Mann gucken, nämlich auf den frisch gewählten britischen Premierminister, auf Keir Starmer. Wie hat er denn diesen Gipfel hier genutzt, um sich auch international europäisch zu präsentieren? Ja, genutzt ist ein sehr gutes Stichwort, Constanze Abratzky, denn dass das hier in dieser prachtvollen Kulisse heute stattgefunden hat und auch für das hervorragende Wetter, dafür konnte Keir Starmer ja nichts. Das hat die Vorgängerregierung noch unter Rishi Sunak organisiert, die ganze Geschichte. Aber er hat diese große Bühne, es war ja sein zweiter Auftritt nach dem NATO-Gipfel vergangene Woche in Washington auf internationaler Bühne, genutzt für zwei wichtige Messages. Zum einen hat er klargemacht, er möchte die Beziehung zur EU reparieren, auf ein neues Level heben, von einem Neustart ist da die Rede. Das macht er natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken. Er denkt da vor allen Dingen an das Handelsabkommen und hat bei der Parlamentseröffnung ja auch gesagt, das wichtigste Vorhaben seiner Amtszeit ist das wirtschaftliche Wachstum und Wohlstand für alle. Und da würde natürlich ein erfrischtes, aufgefrischtes Handelsabkommen mit der EU gute Dienste leisten. Das ist also der eine Punkt, Beziehung zur EU intensivieren wieder, bisschen näher ranrücken. Und der zweite Punkt, er hat noch einmal auch von britischer Seite ganz klar und deutlich gesagt, die Unterstützung der Ukraine gilt. Und die Unterstützung der Ukraine, die konnte dann ja auch persönlich gesagt werden, denn Volodymyr Zelensky ist auch vor Ort bei diesem Gipfel der EPG. Welche Akzent hat er gesetzt? Also Volodymyr Zelensky ist bei seiner Ankunft, wirkte er tatsächlich ein bisschen, wie soll ich sagen, weniger dynamisch, sehr nachdenklich, sehr ernst, als man ihn sonst von solchen Auftritten kennt. Es hat eine sehr, sehr herzliche Umarmung gegeben mit Keir Starmer. Er hat dann bei dem Eröffnungsplenum auch direkt neben dem Gastgeber gesessen und hat die Bühne hier noch einmal genutzt, um weiter für die Unterstützung der Ukraine zu werben. Ganz konkret wünscht er sich, dass die Verbündeten auch Raketen und Drohnen russische abfangen. Er nannte das Beispiel Israels, wo wir erinnern uns im April bei dem Angriff Irans auch Großbritannien und auch Frankreich geholfen haben, Drohnen abzufangen. Diesem ganzen Vorhaben hat allerdings hier vor Ort der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der auch anwesend ist, schon eine Absage erteilt. Auch der Bundeskanzler sieht das eher skeptisch. Anderes großes Thema in Europa und auch bei dem Treffen dieser vielen Staats- und Regierungschefs ist das große Thema Migration. Und ich glaube, viele haben sehr interessiert auf einen der runden Tische. Das ist ja das Format, in dem man sich da trifft, weil es gibt ja keine Abschlusserklärungen. Auf den runden Tisch geschaut, der sich eben mit diesem Thema beschäftigt hatte. Geleitet haben den Giorgia Meloni aus Italien und aus Albanien, der Präsident Rama. Was haben Sie darüber gehört? Naja, also es ist erstmal das Prinzip bei diesen runden Tischen, dass man auch im Sinne sozusagen des gesamten Europas immer einen Moderator, Moderatorin aus einem EU-Beitrittsland hat, in dem Fall Italien, und dann eben ein Nicht-EU-Mitglied, in diesem Fall ist es Albanien gewesen. Interessant ist natürlich, dass Italien und Albanien ja ein Flüchtlingsabkommen geschlossen haben im vergangenen September, was vorsieht, dass Italien auf albanischem Gelände sogenannte Flüchtlingszentren errichten kann, wo Geflüchtete, die übers Mittelmeer kommen, dann von der italienischen Küstenwache aufgegriffen werden und direkt weiter nach Albanien verbracht werden. Giorgia Meloni sieht das als durchaus beispielhaft, auch für andere Länder. Keir Starmer, wir erinnern uns, hat als allererste Amtshandlung, als er gewählt wurde vor knapp zwei Wochen, erstmal das Flüchtlingsabkommen mit Ruanda zum Beispiel wieder rückgängig gemacht. Also das Problem Migration, wie umgehen mit illegaler Migration, wie es immer genannt wird. Das eint alle Staats- und Regierungschefs hier in Europa. Die Ansätze, die aber gewählt werden, um dem Herr zu werden, sind durchaus unterschiedlich. Auch der Kanzler hat übrigens an diesem runden Tisch teilgenommen. Der war sehr prominent besetzt. Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, war auch dabei. Und das heißt, dass er und Keir Starmer sich zum Beispiel bilateral noch einmal darüber auseinandersetzen, wie man die Situation auf dem Ärmelkanal dann bilateral besser handeln kann. Und noch einer ist dabei, selbstverständlich, der ungarische Regierungschef Viktor Orban ist da, der ja so ein bisschen das Enfant terrible ist mit seiner Reisediplomatie. Und eigentlich sollte ja auch der nächste Gipfel dieser EPG demnächst das nächste Mal in Ungarn stattfinden. War das Thema?
Nicht offiziell. Viktor Orban ist hier aufgetreten. Mittlerweile muss man schon sagen, wie gewohnt, ein bisschen aus der Reihe getanzt. Er hat also auch bei seiner Ankunft noch mal ganz klar und deutlich für Friedensverhandlungen geworben und wörtlich gesagt, den Krieg in der Ukraine, der kann nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen werden. Damit steht er allerdings hier relativ alleine da. Das sagt sonst niemand, zumindest nicht laut. Die Frage, wo der nächste EPG stattfindet, dass das Budapest sein soll, die ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange vorgeplant. Und wir haben nichts darüber gehört, dass sich daran etwas ändern soll. Also das ist, muss man noch mal gucken, allerdings tatsächlich ein sehr sensibles Datum. Der 7. November ist terminiert. Wir alle wissen, am 5. November wird in den USA gewählt. Und da lässt die EU sich tatsächlich, es ist ja keine EU-Veranstaltung, es ist die EU und die anderen Europäer, aber da lässt man sich zumindest bei diesem nächsten Termin doch auf einige Unwägbarkeiten ein, würde ich sagen. Charles Michel, der Ratspräsident, mit dem konnte ich sprechen und er hat mir gesagt, na ja, man muss nicht auf jede Provokation auch mit einer Provokation reagieren, wobei es nicht ganz klar ist, ob die EU damit sehr selbstbewusster Brust auftritt oder vielleicht einfach nur sagt, wir lassen das Ganze auf uns zukommen. Hören wir rein gerne in das Interview, was ich mit Charles Michel, dem EU-Ratspräsidenten, geführt habe. Ich bin sehr zuversichtlich, denn es ist ja eine gute Botschaft des Premierministers. Wissen Sie, auf der EU-Seite sind wir ja bereit, viel mehr noch mit Großbritannien zusammenzuarbeiten. Wir sind ja weltweit mit komplexen und ganz außergewöhnlichen Herausforderungen konfrontiert. Und wenn wir uns dann im G7, im G20 oder in den Vereinten Nationen zusammensetzen, dann sehen wir ja, dass das Vereinigte Königreich auf der einen Seite und die Europäische Union auf der anderen Seite, dass wir dieselbe Sichtweise haben und dass wir auch die gleichen Tools für mehr Wohlstand, für mehr Stabilität, für mehr Sicherheit entwickeln. Unsere Unterstützung für die Ukraine ist ein gutes Beispiel. Wir brauchten keine große Koordinierungsgruppe. Wir haben ja alles gemeinsam dieselbe Wahl getroffen. Wir wollen ja, wir nehmen ja Russland ins Visier und wir wollen die Ukraine unterstützen. Wenn wir über die Unterstützung für die Ukraine schauen, dann sehen ja alle jetzt mit Argusaugen auf den Monat November und die Wahlen in den Vereinigten Staaten. Donald Trump hat J.D. Vance als seinen Vizepräsidentenkandidaten benannt und der ist ja gegen die Unterstützung der Ukraine. Wie sehen Sie das? Ja gut, man muss jetzt erst einmal das amerikanische Volk auch tatsächlich davon überzeugen, dass es für ihre eigene Sicherheit, ihre eigene Stabilität, wir Russland jetzt nicht den Sieg schenken können. Das ist die erste Botschaft. Wenn wir ein schwaches Signal von den Vereinigten Staaten aussenden, auch, dann richtet sich das auch an andere autoritäre Regime, wie zum Beispiel China. Das erste Argument, dass man hier vorbringen muss, ist genau das. Und der zweite Punkt ist, wir müssen jetzt unsere strategische Agenda auch umsetzen, die ja basiert ist auf zwei Pfeilern. Zum einen müssen wir die wirtschaftliche Basis stärken für mehr Wohlstand. Wir müssen den gemeinsamen Markt noch vertiefen und wir müssen das in vieler Hinsicht tun. Und auf der anderen Seite, das gehört ja zusammen, müssen wir die europäische Verteidigung mehr Zusammenarbeit weiter stärken. Ob Sie das mögen oder nicht, aber aufgrund der Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, brauchen wir tatsächlich mehr Kapazitäten im Feld der Verteidigung und wir müssen unsere Rüstungsindustrie stärken. Dabei, wenn man jetzt diese transatlantischen Beziehungen beibehalten will, dann ist doch die Frage, wie unabhängig muss die EU werden? Ja, da gibt es ja keinen Zweifel. Wir sind ein loyaler und vorhersagbarer Partner für die Amerikaner. Das ist ganz wichtig. Und dieses Bündnis wird tatsächlich auch viel stärker sein, wenn die Europäische Union als stärkster Partner seine eigene wirtschaftliche Basis weiterentwickelt und auch die eigenen Verteidigungskapazitäten stärkt. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, dass wir unsere eigenen Interessen haben, unsere eigenen Empfindlichkeiten und wir brauchen eine respektvolle Partnerschaft auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt. Wir haben ja auch unsere eigenen Prioritäten, die wir fördern müssen. Ja, wenn wir über Einigkeit sprechen, es gibt ja einige Themen innerhalb der EU. Viktor Orban
Orban sagte heute bei seiner Ankunft, dass der Konflikt in der Ukraine nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden kann. Das ist ja nicht die Meinung der allermeisten anderen Staats- und Regierungschefs hier. Aber Viktor Orban ist ja auch der Ausrichter in Budapest für die nächste Sitzung der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Wie sehen Sie das? Da habe ich einige Punkte. Zum einen ist ganz klar, dass wir gegenüber Viktor Orban klargemacht haben, dass 26 von 27 Ländern ganz klar und entschlossen in ihrer Unterstützung für die Ukraine sind. Ich habe auch ganz klar gesagt, dass Viktor Orban nicht die Europäische Union im Bereich der Außenpolitik vertritt. Das ist eine erste Komponente. Und der zweite Punkt ist, es ist ja auch wichtig, dass wir nicht Provokationen mit neuen Provokationen beantworten. Ich meine, es ist ganz wichtig, dass wir den Entscheidungsprozess in der Europäischen Union auch schützen mit den informellen Meetings der Minister. Das ist ganz unausweichlich, denn wir müssen ja die europäische Einigkeit auch weiter fördern in allen Bereichen, sowohl in der wirtschaftlichen, im wirtschaftlichen Bereich als auch bei der Vorbereitung der COP29-Konferenz in Aserbaidschan und in vielen anderen Themen. Wenn wir eine starke Europäische Union haben wollen, dann brauchen wir diese Treffen auf Ministerebene. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir den Weg finden werden, zusammen mit den Mitgliedstaaten, dass wir tatsächlich auch diese europäische Einigkeit weiter gewährleisten können. Heute hatten wir eine weitere wichtige Entscheidung in Straßburg. Ursula von der Leyen wurde wiedergewählt als Präsidentin der Europäischen Kommission. Was meinen Sie, wie wichtig ist diese Kontinuität für die Europäische Union? Ja, vor einigen Wochen hat der Europäische Rat ja schon seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben beschlossen, welches Team antreten wird, das wir vorschlagen wollen. Und wir haben das Programm für die nächste institutionelle Runde verabschiedet. Es ist also gut, dass das Europäische Parlament auch damit einverstanden ist. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ja, Claudia Davis, nicht nur er war da, Charles Michel, sondern auch sehr, sehr viele andere Staats- und Regierungschefs. Und die Agenda bestimmt hat eigentlich Keir Starmer, der britische Premier. Er hatte auf diese Agenda auch die Themen Energiesicherheit gesetzt. Welche Informationen oder welche Gesprächsrunden gab es dazu? Das waren insgesamt gab es drei runde Tische. Über Migration haben wir schon gesprochen. Und die beiden anderen Themen waren einmal Defending Democracy, also die Verteidigung der Demokratien eben gegen autokratische Systeme. Man muss ja noch mal auch ganz klar sagen, dass diese 47 Staats- und Regierungschefinnen, die hier waren, aus der EU und aus Europa zusammen sind, aber eben ohne Russland und Belarus. Die sind immer nicht eingeladen zu diesen Gesprächen. Also eine konstruktive Zusammenarbeit gegen Autokratien war das eine wichtige Thema. Und dann ging es noch um Energiesicherheit. Das hat man auch ganz klar erkannt, dass wenn man dort gegen die Klimakrise vorgehen will, man in Sachen erneuerbaren Energien, in Sachen Unabhängigkeit auch von China weiter voranschreiten muss. Da gibt es einen ganz interessanten Termin im Anschluss an dieses Treffen hier. Morgen noch für den Bundeskanzler. Der Bundeskanzler wird nämlich morgen nach Serbien reisen, beziehungsweise morgen in Serbien Gespräche schon haben mit dem dortigen Staatspräsident Vucic. Und da geht es um ein Abkommen der EU mit Serbien, um ein neues Lithiumbergbauprojekt. Das wird wiederbelebt. Lithium wird benötigt zum Beispiel für E-Batterien, also in E-Autos. Ein wichtiger Bestandteil, wo man die Zusammenarbeit eben auch zwischen EU und Nicht-EU-Ländern intensivieren will. Der Kanzler wird da dabei sein bei diesen Gesprächen. Auch Wirtschaftsvertreter sind dabei. Es heißt aber, dass der Kanzler eben auch ein bilaterales Gespräch noch mit dem serbischen Staatspräsident hat, wo er auch den Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo ansprechen will. Claudia Davis, ich sage an dieser Stelle erst einmal danke für die Informationen, die Einschätzungen nach Blenheim. Wir warten jetzt auf die Abschlussstatements dort von dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft und wollen dann wieder zurückschalten dort nach England.